Coriolis, Gnade der Ikonen. Die letzte Zyklade. Sechster Tag im Segment der Herren der Tränen, 62. Zyklus. Ich reise nun schon eine Weile mit der Crew der Abaya. Es ist eine aufregende Reise und ich stelle immer wieder fest, wie anders diese Crew ist. Sie strahlt eine Vertrautheit miteinander aus, etwas, was mich an Zuhause denken lässt. Ein Zusammenhalt, den nicht viele Crews in den Weiten der Finsternis noch haben. Vielleicht habe ich mich deshalb dazu hinreißen lassen, nach einem Gespräch mit Nitan ihnen zu helfen. Die Auswertung der Protokolle hat im ersten Schritt für Verwirrung gesorgt. Es scheint, als wären sie im Portal angegriffen worden. In einer ruhigen Minute dann habe ich mich selbst dran gesetzt. Ich habe blinde Flecken entdeckt, ein instabiles Portal und Leere. Die anderen hatten zwar schon von Schmetterlingsschiffen berichtet, doch vorstellen konnte ich es mir nicht, bis diese in einer Datei der Protokolle auftauchten. Ich weiß, ich hätte es melden sollen, doch ich wollte dieser einzigartigen Crew helfen. Also vertuschte ich es fürs Erste und ließ das Programm zur Wiederherstellung von vorne starten. Viel Zeit, uns zu besprechen, blieb allerdings nicht. Doch die kurze Zeit hat mich überrascht. Waren doch einige Ereignisse keine Unfälle auf dieser Reise? Sie sind bereit, alles zu tun, um ihre Familie zu schützen. Das wurde mir klar. Wir wurden vom Orden der Paria gestellt. Die falsche Kennung würde uns vielleicht vor Ärger schützen. Doch zur Inspektion kam es nicht. Wir bereiteten uns zwar darauf vor, doch nach anderthalb Tagen zerbrach der Kreuzer und ich sah nur einen Weg. Der Kapitän schien es ähnlich zu sehen und so gab er den Befehl, ins instabile Portal zu fliegen. Mögen die Ikonen uns schützen, es bleibt keine Zeit für Gebete oder Furcht. Lichter kreuzen über Wrackteile im Dabaran-System. Ein Bergungsschiff kreuzt am sechsten Tag im Segment des Gesichtslosen über verschiedene Wrackteile, beschädigte Schiffe, Überreste, Bestandteile von Klosterkreuzern, Bestandteile von anderen Schiffen, alles, was irgendwie aus dem Portal geschleudert wurde. Die Mitglieder des Kolonialbüros und der Legion durchforsten diese Überreste. Alle tot, niemand am Leben. Doch warte, ein weiteres Schiff wird entdeckt. Auch ziemlich beschädigt. Aber wie durch ein Wunder sind die Lebenserhaltungssysteme dieses Schiffes intakt geblieben. Entsprechend fährt ein langer metallener Arm heraus und greift ein Schiff heraus, das an verschiedenen beschädigten Lackierungen irgendwie noch zu entziffern den Namen Abaya trägt. Die Stasisbetten sind in keinem guten Zustand. Entsprechend werden die Stasisbetten auf die Krankenstation, auf der Portalstation von Dabaran gebracht. Auch neben den ganzen vielen Toten, die man bis dahin aufgelesen hat. Viele Tote, die man nicht identifizieren kann. Aber die Crewmitglieder der Abaya sind ja durchaus gelistet auf der Liste der Kolonialbüros. Und die Kolonialagentin Adira Tain schaut entsprechend drüber, nickt und macht sich einen großen Kreis um die Namen Jakub Galab und seiner Crew. Und auch die Kollegin von ihr, Nadina Zarisch, ist unter den Überlebenden. Die Stasisbetten werden entsprechend vorsichtig geöffnet, aber überall schwarze Flecken. Überall die Verderbnis zwischen dem Portal, zwischen den Sternen. Man überlegt kurz und verfrachtet dann die noch immer noch bewusstlosen, immer wieder vor sich hinzuckenden Körper zurück in neue Stasisbetten. Und ihr werdet nach Kur gebracht, mit dem schnellsten Kurierschiff, das dieses Konsortium aufzubieten hat. Man bringt euch fort von Dabaran, zurück nach Kur, aber nicht auf die Coriolis-Station. Nein, die einzige medikurgische Anlage, die gut genug wäre, gehört dem Orden des Paria, mit dem man aktuell nicht mehr auf gut zu sprechen ist. Entsprechend hat man ein Arrangement getroffen. Man hat euch zurück nach Kur gebracht, zurück zum Monolithen, in eine
Spezialklinik. Und so schreiben wir jetzt den 15. Tag im Segment des Gesichtslosen, im 62. Zyklus der Coriolis-Station, als ihr entsprechend wieder aufgetaut werdet. Ihr fühlt euch einfach nur elend. Anuket und Akili sind überzogen mit schwarzer Flüssigkeit, die sowohl als aus Augen, Ohren wie Mund hervorquillt. Man wischt euch immer wieder sauber, man legt entsprechend verschiedene Verbände an, versucht euch mit Infusionen wieder zurechtzurichten. Und ja, alle anderen haben auch ihre Schäden bekommen. Nicht nur nicht so offensichtlich, sondern anders. Und so werdet ihr langsam aus eurem Koma wieder hervorgeholt, langsam wieder ans Essen herangeführt. Ihr fühlt euch einfach nur elend. Und ja, nach einer Woche, wir schreiben jetzt den 21. Tag im Segment des Gesichtslosen, seid ihr ja in weißen Krankenkleidung, aber immerhin gesund und munter in einer kleinen Cafeteria mit Chai und Mokka, die man hier aufgespart hat. Alles einfache Kost. Nur nicht euch überfordern, aber immerhin, draußen hört ihr die Vögel, die euch wieder an den Dschungel von früher erinnern. Vielleicht an die schöneren Zeiten, als ihr noch bei Basin durch den Dschungel gezogen seid, aber nicht an die bösen Zeiten in den Sümpfen von Sultra. Ja, aber immerhin, die Finsternis wurde aus euch so weit zurückgetrieben, dass ihr wieder bei Sinnen seid. Und ich stelle die Frage, was tut ihr? Die einzige Person, die immer noch nicht aus dem Koma wieder erwacht ist, ist Nitan. Die leider immer wieder sehr unangenehm bei jedem Versuch, sie aufzuwecken, dazu übergegangen ist, sich zu versuchen, die Arme oder Beine abzuhacken. Wo man letztendlich beschlossen hat, zu ihrer eigenen Sicherheit sie lieber weiter erstmal ruhig zu stellen. Und so sitzt ihr nun da. Die einzige Person vom Schiff, die euch nicht begegnet ist, ist besetzt, ist immer noch Nadina Sarish, eure Auftraggeberin. Aber ihr sitzt immerhin zu viert an einem Tisch. Angenehmer Chai, nicht zu scharf, aber etwas zu wenig Kardamom. Und ja, das Wetter ist schön, die Sonne scheint durchs Fenster. Aber ihr seid euch nicht sicher, ob ihr nicht doch mehr Schaden zwischen den Portalen genommen habt. Auf jeden Fall habt ihr wieder sehr viel Zeit verloren. Ein komplettes Segment ist wieder an euch vorbeigerast, aber immerhin nicht ein ganzer Zyklus. Wenn ich hier diesen Chai trinke, denke ich mir, wo ist eigentlich Chai? Ja, euer Schiff habt ihr auch nicht gesehen. Ihr wisst nur, dass ihr in einer Klinik seid. In der Konventstadt. Im Schatten des Monolithen. Anuket, meinst du, wir können hier schon gehen? Ist das eine rhetorische Frage? Ich meine, du kennst ein paar der Arbeitsweisen eher. Selber Patient sein ist scheiße. Du weißt doch, die Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Die Medikurgen, immer. Ich bin keiner, also. Ja, aber was soll ich dir da helfen? Wir sind immerhin noch hier. Darauf kann man aufbauen. Ja, zwischendrin hat es sich nicht so angefühlt, muss ich sagen. Du hast sowas Ähnliches erlebt wie ich mit diesem Zeug. Das war wirklich widerlich. Vor allen Dingen lässt sich das überhaupt nicht wissenschaftlich erklären. Nein, ich glaube, hier sind wir bei einer anderen Disziplin, bei einer anderen akademischen als bei irgendeiner Wissenschaft. Welche weiß ich auch nicht so genau. Ich gucke mal so unwillkürlich auf den Boden, so weg von der Lichtquelle dahin, wo mein Schatten fällt. Ja, dein Schatten schmiegt sich sehr angenehm auf einem Bauwerk, was du sagen würdest, sardalischer Sandstein. Sehr, sehr nobel. Insgesamt ist eure Unterkunft mit euren Betten sehr luxuriös. Ihr habt einen eigenen Balkon mit wunderschönen Blumen, wunderschönen Zeichnungen, die an der Wand angebracht sind, Vorhänge aus purem Seidenmuster, die verschiedene Szenerien darstellen, wenn man sie zumacht, und im Lichtspiel von draußen mit den Pflanzen ja einen sehr entspannten Eindruck hinterlasst. Meint jemandem recht wichtig zu sein, dass wir wieder auf die Beine kommen? Habt ihr schon eine Ahnung, wessen Gast wir sind? Haben wir denn unsere Auftraggeberin, jemand hat die noch jemand gesehen? Ich habe sie noch nicht gesehen bis jetzt. Also wer das gesehen, noch hat jemand Fragen gestellt? Nee, gesehen nicht. Ja, der Krankenpfleger, der kurz reinguckt, schwenkt kurz eine Kugel mit Weihrauch und hängt sie entsprechend dann an die Stelle, wo vorher schon eine Kugel hing. Der Geruch von Weihrauch ist ja auch sehr präsent in diesem Raum. Aber
Als er sieht, dass ihr aufgestanden seid, verbeugt er sich kurz und huscht dann wieder aus der Tür heraus. Weiß jemand, ob wir wieder Monate weg waren? Lange. Wie lange? Keine Ahnung. Wie ein Zyklus rum ist oder nur ein Segment. Ich entwickle so langsam eine unangenehme Haltung gegenüber Portalsprüngen. Ist da schon mal sowas passiert? Leider ja. Jein. Der Spieler hat das einmal nicht gut mit uns gemeint und uns auf eine lange Route durchs Portal geschickt. Aber da waren wir jetzt nicht bedroht worden, dass wir wahrscheinlich irgendwie nur durch Dank hier von Jasminas Fähigkeiten nicht zerschmettert werden von irgendwas. Ich glaube nicht, dass das meine Fähigkeiten waren. Ich glaube, das war einfach nur Glück. Der Spieler verteilt das Glück zu denen, der es nimmt. Ich hätte Lust auf Anokets Pistazien. Ich schaue mich mal um, ob irgendwo was Essbares rumliegt. Es sind überall Schälchen mit Nüssen verschiedenster Arten ausgelegt. Die Regale sind voller Blumen auch noch und Büchern voller Ikonengebete. Aber als du dich gerade umschaust, siehst du, dass die Tür wieder aufgeht und ein gut gepflegter Mann mittleren Alters kommt herein. Er trägt einen weißen ordentlichen Kittel und trägt einen goldenen Halbmond auf der Wange. Ich tritt irgendeinen unterm Tisch, der in der Nähe ist, damit er dem Ort auffällt, dass da jemand reinkommt. Oh. Dann schaut euch an. Ah, sie sind aufgewacht. Sehr gut. Wir haben das Sedidum jetzt entsprechend runtergesetzt. Eine Frage der Zeit, bis sie wieder aufwachen. Kommt dann ein bisschen leer, nimmt eine Taschenlampe, leuchtet euch in die Augen. Erstmal Jakob. Ja, gut. Das war auch nie das Problem. Die Reflexe sind gut. Hält kurz dein Handgelenk. Der Puls ist jetzt auch soweit wieder normalisiert. Gut, schaut dann Jasmina an. Ja, Reflexe im Auge auch gut. Puls soweit in Ordnung. Okay, der Kreislauf scheint soweit wieder in Ordnung zu sein. Leuchtet dann Anuket in die Augen. Oh, ja, der hintere Augenbereich ist immer noch voll dieses schwarzen Zeuges. Können Sie mich sehen? Können Sie diesem Finger folgen? Ich habe Finger. Ja, wie viele Finger halte ich denn hoch? 7. Schwierig. Schwierig. Nimmt dann deine Kinn so ein bisschen, hebt so ein bisschen hoch, greift in die hintere Tasche, tropft dir noch weitere Tropfen in die Augen. So, bitte so bleiben. Immer zur Decke gucken. Immer zur Decke gucken, nicht runter gucken. Die Dunkelheit muss sich aus ihren Augen verziehen. Das Chlorbleichenpräparat wird Ihnen da entsprechend helfen. Gut. Am besten gucken Sie mal ins Licht. Das Licht ist wichtig. So, der letzte Patient. Ja, Sie waren auch so ein schwieriger Fall. Wir haben lange gebraucht, um die Ohren freizukriegen. Hören Sie mich denn gut? Ja. Gut, gut. Leuchtet die auch in die Augen? Ja, die Reflexe sind schon halbwegs okay. Sie sind immer noch ein bisschen. Ihre Iris ist immer noch leicht dunkel gefärbt. Hatten Sie schon immer dunkelgrüne Augen? Nein. Darf ich fragen, welche Farbe normalerweise Ihre Augenfarbe wäre? Dunkelbraun. Ja, da haben wir es schon mal übertrieben mit dem Bleichmittel, aber das wird sich wieder rauswachsen. Sehr gut, aber immerhin sind Sie soweit ansprechbar. Sie können übrigens den Kopf wieder runternehmen, Sie müssen nicht mehr in die Lampe starren. Gut, gut. Wessen Gast sind wir hier eigentlich? Salam. Entschuldigung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. In die Kunst zum Gruße, mein Name ist Manisha Al-Harim. Ich bin der Hauptmedikurg. Ich bin so gesehen hauptsächlich für Ihre Gesundheit zuständig. Man hat Sie entsprechend im Auftrag des Konsortiums und der zenitischen Hegemonie hier untergebracht. Was ist denn mit unseren anderen Mitgliedern, die bei uns auf dem Board waren? Da waren noch zwei Frauen. Das ist leider etwas eher tragisch gelaufen. Was ist passiert? Nun, ihre werte Freundin hat leider einen sehr unangenehmen Fall der Finsternis erlitten, ist immer mehr vertrocknet und dem Wahnsinn anheimgefallen. Vertrocknet? Ja, beziehungsweise, was auch immer mit ihr passiert ist, die Finsternis hat sie so weit verändert, dass ihre Körperfunktionen nicht mehr aufrechterhalten worden sind. Als wir sie in der Obduktion durchgeschämt haben, war mehr oder minder sie voller. Sie ist tot? Ja, die Herrin der Tränen hat sie geholt. Wir haben sie entsprechend auch eingeäschert, um entsprechend die Finsternis wieder einzudämmen.
Aber soweit wir es gesehen haben, ist sie an einem sehr umfangreichenden, dunklen Pilz verstorben. Hab ich sowas auch. Welche der beiden Frauen geht's jetzt? Die braunhaarige mit dem leicht dunklen Ton. Okay, es geht wirklich ein wenig so. Eine Erleichterung durch, weil das ist nicht Nita. Oder meinten Sie jemand anders? Wir hatten ja noch ein anderes Crewmitglied. Ah ja, die Legionärin. Dunkelhäutig, das Tattoo am Schädel, ja. Genau. Ja, die Dunkelheit hat sie dahingehend so verändert, dass sie eine gewisse Problematik der Autoaggression gegen sich selber entwickelt hat. Wir sind noch dabei, entsprechend weitere Reinigungen, Blutwäschen etc. durchzuführen. Das wird sich wahrscheinlich noch etwas hinziehen. Also wenn Sie von Nitern reden, das war vorher auch schon so. Ich glaube aber, es geht jetzt eher darum, dass sie sich wahrscheinlich anders wehtut. Anders? Nicht legionärsmäßig. Der Hauptmediko guckt euch fragend an. Nein, das ist ein durchaus gängiges Problem bei der Hyperraumkrankheit. Es gibt da verschiedene Manifestationen und wir haben entsprechend allen medizinischen Fachbegriffen zugeordnet. Und wir gehen hier ganz klar davon aus, dass es sich hier eher um das Problem geht, dass Mulkas Wahn sie befallen hat. Und guckt dann Anuket an. Bei Ihnen war es ein sehr harter Fall von Abkamslesion. Schwarze Flüssigkeit aus Augen, Ohren und anderen Körperöffnungen. Bedarf einer sehr, sehr gründlichen Reinigung aller möglichen Orte an Ihrem Körper. Also Anuket kann sich wieder überall schrubben gehen. Nein, das ist nicht mehr notwendig. Das haben wir schon alles vollzogen, während Sie geschlafen haben. Ich nehme an, ich habe etwas Vergleichbares. Ja, natürlich. Sie hatten so gesehen Glück gehabt, dass nicht ihre Lungen davon vorgelaufen sind. Das konnten wir noch rechtzeitig unterbinden. Das würde mich jetzt mal interessieren, in meiner Ausbildung hatte ich das nicht. Haben Sie da irgendwie ein Standardwerk zu oder? Nein. Die Behandlung von Hyperraumkrankheiten ist ja normalerweise nicht unser Spezialgebiet, aber aufgrund der politischen Entwicklungen war es notwendig, dass wir es selbst übernommen haben. Meint aber trotzdem eine ganze Menge Erfahrung damit hier zu geben. Wir haben uns redlich bemüht und die Herrin der Tränen hat dem Ganzen beigestanden. Ja, möge sie sich Nadina Sarish annehmen. Wie gesagt, wir haben dafür schon gesorgt. Es ist natürlich schwierig. Wir müssen entsprechend jetzt schauen, wie wir mit Ihnen noch weiter verfahren, wie weit wir noch Behandlungen benötigen. Wir sind noch hier unter Beobachtung und sind entsprechend eingeladen, weiter hier zu verweilen. Und ich würde auch dringend darauf anraten, die Station nicht zu verlassen, weil Sie, wenn Sie einen Rückfall erleiden, könnte es sowohl für Ihr eigenes Wohlergehen sonst schwierig werden und das Wohlergehen der Bevölkerung in der Konventstadt. Über wie lange Zeit reden wir denn noch? So lange, wie es notwendig ist, aber ich hoffe, dass wir sie spätestens zur Zyklade soweit wieder auf die Beine bekommen haben. Was machen wir so lange? Was ist mit unseren Sachen? Ihre Sachen. Wir haben also nur das, was sie am Körper hatten, wurde hierher transportiert. Alles andere, was sie eventuell auf ihrem... Sie sind ja beim Schiffsunfall durch die Portale eingesammelt worden. So wurde es mir herangetragen. Ihr Schiff, weiß ich nicht genau, wo es ist. Da müssten Sie sich entsprechend an jemanden wenden, der für Ihren Aufenthalt gesorgt hat. Ich bin nur der Medikurg hier. Wer sorgt denn für unseren Aufenthalt hier genau? In erster Linie hat das Kolonialbüro, also das Konsortium, darauf hingewiesen und bezahlt aktuell auch die umfangreichen Behandlungen. Könnten Sie Ihnen da mitteilen, dass wir vielleicht aufgewacht sind? Das ist schon passiert. Sehr gut. Haben wir eigentlich Kommunikatoren irgendwie hier? Wenn du einen am Körper hattest, dann hast du ihn auch und liegt auf deinem Tisch neben deinem Bett. Ja, okay. Aber Drifusol könnte ich damit wahrscheinlich jetzt oder nicht erreichen, oder? Das wird halt dauern. Drifusol, der ist ja oben auf Coriolis. Das heißt, mit einer gewissen Verzögerung erreicht man den. Ja, okay, dann würde ich den, dann würde ich den vielleicht so eine kurze Nachricht nur schicken, so. Ich weiß nicht, ob sie interessiert. Wir waren da bei dem letzten Portalsprung aus Oharu noch rausgekommen. Möchtest du das so einfach rausschicken? Kann ich es irgendwie noch ein bisschen, habe ich eine Chance zur Verschlüsselung? Die Probe auf Data-Gen. Probiere ich mein Glück mal. Wie war das? Wenn du aber die Probe nicht schaffst, dann geht die Nachricht unverschlüsselt raus. Mhm.
Lieber Bote, sei mir da. Klingt so, als würdest du doch meinen... Okay, kritischer Erfolg. Drei Erfolge. Okay. Der Bote war da. Ja, du verschlüsselst entsprechend die Nachricht mehrfach und mit verschiedenen Algorithmen und schickst sie dann entsprechend zu den freien Nachrichten auf der Coriolis-Station. Ja, wenn du das dann tust, siehst du entsprechend auf das Datum 16 Tage bis zur Zyklade. Ich glaube, wir haben etwas Zeit, uns auszuspannen, oder? Ja, momentan kommen wir erstmal hier nicht weg. Müssen wir eigentlich die Raten für unser Schiff noch abzahlen, wenn wir keins mehr haben? Das müssen wir noch hinterher rauskriegen. Wenn jemand von dem Konsortium da ist, werden die uns bestimmt darüber informieren, was damit los ist. Ich habe noch von niemandem gehört, der dir deinen Kredit erlässt, nur weil der Gegenstand des Kredits nicht mehr da ist. Nee, in der Sicherheit haben wir jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Dr. Waha uns da so weit entgegenkommt. Die gehört ja zum Institut, also auch zum Konsortium. Wir können froh sein, wenn sie uns die Rechnung nicht hinterher noch auf unseren Kredit aufschlägt. Wer zahlt das denn? Wir müssen uns auf jeden Fall gedanklich mal überlegen, ob wir vielleicht das Schiff verloren haben. Könnte ja auch sein, dass es gar nicht mehr zu reparieren ist. Mein schönes Labor. Ja, wir müssen schauen, wie es aussieht. Wenn wir es sehen, wie wir es hören. Der Hauptmedikus hat dann übrigens den Raum dann verlassen, während ihr euch unterhaltet. Ist die Frage, wie viel Wert so ein Schiff gerade hat? Die Sprungfähigkeit ist wahrscheinlich weniger wert geworden. Genau das. Ich denke auch so, dass wir wahrscheinlich dann jetzt irgendwo woanders landen. Ja, weil auf Ua festzusitzen ist jetzt auch nicht so toll. Kannst ja noch hoch zu Coriolis gehen. Oh, wie toll. Anuket, was hast du ausgefressen hier? Was hier? Nein, aber warst du schon mal draußen? Es ist warm, es ist stickig, es ist schwül. Und Leute bringen Leute um. Und Dinge bringen Leute um. Aber aktuell seid ihr auf einer luxuriösen Krankenstation mit vielen Blumen und viel Sonnenschein. Ja, das fühlt sich teuer an. Ist es. Wenn sie sich so sehr ins Zeug gelegt haben, dass wir wieder auf die Beine kommen, dann werden sie wahrscheinlich noch heute oder spätestens morgen hier auftauchen und alles aus uns rausquetschen wollen, was wir wissen. Genau das. Wir sollten uns überlegen, was wir zu sagen haben beim Boten. Ja, vielleicht solltest du auch noch ein bisschen Kartenspielen üben, Jakob. Hier kommt ja nicht die Syndikat vorbei. Naja, aber du verspielst doch immer gerne deinen Bonus. Ich habe gerade die Hoffnung, dass wir vielleicht etwas Geld hier rauskriegen jetzt am Ende des Tages, gerade mit... Schau dich mal um und ich zeige auf den sardalischen Steinboden und die Blumen und den Wandteppich und das ist teuer. Wahrscheinlich kostet ein Tag hier mehr als eine ganze Rate für unser Schiff. Ja, aber das heißt, sie haben auch ein Interesse daran, dass wir irgendwie leben und noch irgendwie was erzählen können. Das ist nur ihr Faustpfand. Die hätten uns auch irgendwo in den Keller lagern können, wo sie uns so aufpöppeln und dann einfach ausquetschen und versenken im Sumpf. Die Frage ist, ob die Disk überlebt hat oder ob wir die Einzigen sind, die ihnen erzählen können, was wir rausgefunden haben. Bist du sie am Körper? Ich glaube, die war bei unserer Auftraggeberin. Ich habe nur die Kopie, die wir für euch gezogen hatten. Die hatte ich dabei. Ah. Genau, entweder auf dem Tech oder eben auf dem Schiffskomputer dabei, ja. Ja, die hatte ich ja auf einem Tag und die hatte ich ja erstmal nur Nitan gegeben. Deswegen, die dürfte ich dabei haben. Ja. Oder haben sie mir abgenommen? Nein, sie wissen ja nicht direkt, was drauf ist und ich schätze deine Data-Gen-Fähigkeiten schon so weit, dass man ein Passwort wenigstens drauflegt. Definitiv. Ja, es ist alles, was ihr am Körper trugt, liegt halt feinsäuberlich gewaschen und zusammengefaltet und geordnet auf dem Tisch, neben euren Betten. Dann gehe ich doch mal gucken, ob der Tag da irgendwo zwischen der Wäsche ist. Ja, liegt da neben eventuellen Glücksbringern und anderen kleinen Kram, der irgendwo in deinen Taschen war. Und man hat sogar den Tag in so eine kleine Hülle gepackt. Dann halte ich ihn hoch. Also, denn die Sicherungskopie haben wir. Die Frage ist immer noch, wie viel erzählen wir? Also, wie viel wollt ihr erzählen? Und was machen wir mit den Informationen? Erstmal sollten wir nur so viel erzählen, wie man jetzt hier rausgekriegt hat und vielleicht darauf hinweisen, dass wir gegebenenfalls auf der Abaya vielleicht noch die Sachen von der Smaragd-Disk haben, damit wir mal da das Schiff sehen können. Guter Vorschlag. Bei den Sachen, die da passiert sind, ich denke, die werden einfach nur wissen wollen, was das ist und was wir vielleicht da schon von wissen. Ich weiß es nicht, wenn ich mir vorstellen könnte, warum sie uns überhaupt ursprünglich dorthin geschickt haben, nach was sie gesucht haben. Oder haben die einfach, weil sie die Smaragd-Disk wollten, nach Antworten gesucht, was mit der Zafira passiert ist. Oder was bei dem ganzen Zwischenfall passiert ist. Ahnen die irgendwas? Suchen sie schon nach was Bestimmtem oder stochern sie im Nebel? Warum haben sie überhaupt die Suche nach der Saphira nicht aufgegeben? Ich würde vermuten, die Saphira ist
saumäßig teuer gewesen, dass der Händler den gut zugesprochen haben muss. Und das Schiff wird eigentlich über eine Kampfkraft verfügen, denen wahrscheinlich wenig Leute irgendwas entgegensetzen könnten, wenn das einfach verschwindet. Also ja, wahrscheinlich ahnen sie irgendwas, dass irgendwas unterwegs ist. Wir können ja nicht die Einzigen sein, die diese Schmetterlingsschiffe gesehen haben und noch leben. Ja, sonst wären sie schon recht gründlich gewesen. Ja, was macht ihr mit dem restlichen Tag? Also ich werde auf jeden Fall mal irgendwann in den Garten mich da raushocken zu den ganzen Blumen und werde mal eine Zeit lang meditieren. Mhm. Ich glaube, ich traue mich hier nicht mal irgendwie meine Fähigkeit anzuwenden. Das ist mir zu gefährlich hier. Mhm. Ja, aber du guckst dich entsprechend um. Du würdest sagen, ihr seid an der Westseite vom Monolithen und siehst eben dieses große Gebäude. Und irgendwann kommt halt der Schatten wieder darüber mit der Nacht. Und in der Früh dauert es auch länger, bis die Sonne aufgeht. Aber es ist wunderschön hier. Wunderbarer Überblick über die Konventstadt. Unten sieht man halt dann die Ausläufer der Stadt, für die anderen durchaus bekannt. Die ganzen eher heruntergekommenen Bereiche, wie im kleinen Argol zum Beispiel, wo die anderen ja in diesen Flüssen, wo Städte, wenn da auf dem Fluss, im langsam fließenden Flusslauf vor sich hin dümpeln auf Kähnen. Aber nö, also der reine Blick ist wunderschön. Die Vögel zwitschern angenehm. Und die Luft ist auch angenehm kühl hier oben. Wunderbarer Ausblick. Meine Schatten sind noch da, beide. Mhm. Haben sie halt übereinander gelegt, sodass es nicht so auffällt. Und der fremde Passagier hat sich bisher auch noch nicht zu Wort gemeldet, um mal irgendwelche erläuternden Worte oder irgendwas loszuwerden. Nö. Du hast ihn ja soweit. Nachdem er weniger Macht über dich hat, witzelt er nur noch dann, wenn du selber zweifelst. Mhm. Ja, wenn ich das abgeschlossen habe, würde ich mich anziehen und dann würde ich mich mal hier bewegen und auch mal ein Stück weit probieren, ob wir bewegungseingeschränkt werden oder ob wir uns hier frei bewegen können. Nö, man kann, also ihr dürft ohne weiteres, ist ein riesiges Ding. Also einerseits ist das halt Bereiche, wo eure Betten stehen. Dann, wie gesagt, kommt ihr dann in einen größeren Essenssaal dann. Und da gibt es dann so gesehen auch euer Abendessen. Ihr könnt bestellen, was ihr möchtet, aber man begibt euch halt nur sehr leichte Kost überhaupt zur Auswahl. Ja, also die verhalten sich so auf dem medikogischen Niveau auf einer sehr guten Ebene aus Anukets Sicht. Alles Ansichtssache. Ordentlichen Kohol kriegt man hier nicht. Nein, aktuell ist das noch verwehrt. Genau. Es passiert auch nicht allzu viel Spannendes, aber am 22. Tag im Segment des Gesichtslosen im 62. Zyklus der Kurierstation werdet ihr, wenn ihr morgen aufwacht, werdet ihr entsprechend von den Krankenpflegekräften kurz inspiziert, neu eingekleidet und der nächste Tag bricht an. Aber der werte Hauptmedikurg Al-Harim meint er nur, es wurden mehrere Ansinnen von Besuchen an ihn gestellt. Und ich habe dem auch zugestimmt, sie sollten sobald wieder in der Lage sein. Und man würde sie gerne so gesehen mit ihnen reden. Sehr gerne. Der erste Besucher wartet auf sie in dem Aufenthaltsraum, wo sie auch ihr Essen bekommen würden. Und schreitet dann mit seinem Tabula wieder davon. Dann lass uns mal schauen, wen wir da haben. Und Anukit etwas freundlicher schauen. Mhm. Gut so. Ja, wenn ihr entsprechend dann in den Aufenthaltsraum geht, weht euch wirklich der angenehme Geruch vom besten Essen entgegen. Also noch besser als das gestrige. Man hat den teuren Marmorboden noch mit sehr dicken, schweren Teppichen nochmal abgedeckt, auf dem man entsprechend laufen kann. Weitere sehr bequem aussehende Sessel stehen jetzt hier in dem Aufenthaltsraum. Man hat ein bisschen hier umgebaut und hat so einen gewissen Lounge-Charakter. Neben jedem dieser bequemen Sessel stehen neben den Möglichkeiten des Essen, was man sich da nehmen kann, auch eine Karaffe mit Wein und mit Honigwasser. Und ein ja, sehr ordentlich angezogener Mann in blau, hellblau-goldenen Kleidung steht vor euch. Er hat eine zenitische Gesichtsbemalung mit weißen Zügen an der Stirn und an den Wangenknochen. Und er ist insgesamt sehr gepflegt. Die Haare sind schon ein bisschen schütter, aber er ist ein sehr angenehmer Mensch, der euch dann auch freudestrahlend entgegenstreitet. Vorsichtig mit einer kurzen Frage, ob er darf, würde Jakob kurz umarmen, wie so den besten Freund, der sich lange nicht mehr gesehen hat.
voller Herzlichkeit und würde es letztendlich mit allen anderen auch so weit machen und eine Variation davon gegenüber weiblichen Personen, wo er sehr adrett die Hand noch zusätzlich dazu küsst und dann mit einer Ausladengeste auf die Sessel zeigt. Du sprachst, da steht Wein. Ja. Dann würde ich mir was einschütten. Ja, Wein und Honigwasser in üppigen Karaffen. Ein angenehmes Bouquet. Nicht aus Tabaran, aber scheinbar Wein aus Chur. Aber nicht schlecht. Er selber gießt sich ein kleines Gläschen mit Honigwasser voll, nippt daran kurz und meint dann nur: Alarm, ich bin Verino Sidona, gehöre zu den Leuten des Konsortiums. Sie waren ja im Auftrag des Konsortiums hier unterwegs gewesen und entsprechend den Vereinbarungen für eventuelle Notfälle wurden sie entsprechend von den Versicherungen meiner einigen Fraktion hierher gebracht. Ich hoffe, Ihnen ist es gut ergangen in der Behandlung. Sahib, es lässt sich an nichts mangeln. Das freut mich sehr. Was ist denn genau eigentlich passiert? Es würde mich durchaus interessieren, wie ist der Auftrag gelaufen? Hatten Sie Erfolg? Waren Sie soweit im Kenntnisstand, was Ihnen bevorstand? Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Bis auf den Unfall natürlich. Ich weiß nicht, ob das ein Unfall war, was am Ende passiert ist, aber... Also, Sie sollten doch... was ist denn aus Ihrer Sicht her passiert? Ich glaube an den... Woran erinnern Sie sich noch? Das wäre vielleicht das Wichtigste. Vielleicht hat Ihnen auch die Finsternis zwischen den Sternen auch ein paar Erinnerungen geraubt. Vielleicht muss man auch entsprechend schauen, wo wir nochmal anfangen, wo wir stehen geblieben waren. Woran ich mich erinnere ist, wir hatten die Saphira gefunden und Sachen und die Smaragddisk soweit auf unserem Logbuch irgendwo noch auf der Abaya abgelegt. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, woran das war, so kurz vorm Ende gewesen, ob das alles da geklappt hatte. Und auf den Rückweg zum Tor sind wir von einem Kreuzer des Ordens angehalten worden und zur Inspektion eingeladen worden. Nach ungefähr... Schüttet dir parallel ein bisschen dein Weinglas wieder auf. Vielen Dank, Sahib. Und wenn Sie schon so ausufernd erzählen, dann soll es Ihnen ja nicht der Mund trocken werden dabei. Und als wir dann da gewartet hatten, ist irgendwann der Kreuzer... Ich weiß nicht, wie man es... Ich gucke, wie so bis zu den anderen sagen soll, außer... Er ist auseinandergebrochen. Sah so ähnlich aus wie das, was wir einfach nur von außen betrachtet an der Saphira gesehen hatten. Interessant. Und was wir dann noch im Logbuch hatten, sprach für ein ähnliches Ereignis am Tor, wie was der Saphira passiert ist. Und das sah dann eher schon fast nach einem Angriff aus von diesen Schiffen, als nach einem Unfall. Okay, gut. Das ist natürlich unschön. Und ich würde dir vorschlagen, du darfst mal Manipulation plus 1 würfeln. Ich habe doch gerade noch nicht mal gelogen. Also nur ein bisschen. Deswegen kriegst du plus 1. Immerhin ein Erfolg. Oh. Das ist, wenn er keinen Erfolg hat, schon mal für dich günstig. Gut, also sie sagt, das Schiff wäre auseinandergebrochen. War immer der Annahme, dass der Orden hinter dem war. Haben Sie so gesehen sich mit Ihrer eigenen Waffe beschädigt? Seltsam. Ich glaube nicht, dass der Orden das war. Das war irgendwie wieder so die... Ja, ich beug mich so ein wenig nach vorne. Das waren hier wieder so Schmetterlingsschiffe. Das ist unangenehm. Sehr unangenehm. Er guckt dann nochmal kurz zu den Türen. Klatscht dreimal in die Hand und dann hört ihr noch so ein Klicken der Türen, dass sie scheinbar richtig abgeschlossen werden. Gut. Ich müsste gerade nietern. Ja, das mit den Schiffen, die sie beschrieben haben, das ist durchaus unschön. Aber sie wissen aber nicht, was danach passiert ist, nachdem sie durch das Portal geflogen sind, oder? Nein, wir sind in den Schlaf gegangen und hier wieder aufgewacht. Gut, ich würde Sie erstmal jetzt hier ein bisschen in Kenntnis setzen, was genau passiert ist. Gibt es noch andere Überlebende? Nein, Sie sind die einzigen Überlebenden. Und es werden auch keine weiteren Überlebenden mehr rauskommen.
Das Portal nach Uharu ist weg. Wie weg? Es ist völlig inaktiv. Man kann nicht mehr da durchfliegen. Kann das nicht jemand reparieren? Er lacht ein schalkiges Lachen und meint dann nur, wenn wir das wüssten, wie die Portale funktionieren würden. Die Portalbauer haben sie doch erschaffen. Wir sind froh, dass wir überhaupt ihre Mathematik so weit gebrochen haben, dank dem Institut, dass wir nicht mehr auf die Kalkulationstabellen des Ordens angewiesen sind. Nein, aber sie sind die einzigen Überlebenden aus Uharu. Dem Reisenden sei Dank. Ich denke, Jasmina sei Dank. Und sie wurden von einem Bergungsschiff des Konsortiums natürlich gefunden. Wir haben geschaut, wer da durchgebrochen ist, als das Portal das letzte Mal aufgeflammt ist und dann mehrere Bruchstückwellen ausgespuckt hat. Und wir haben sie alle aufgesammelt, bevor sie in den Dabaran-Stern geflogen sind. Wir wollen doch nicht, dass ihnen dasselbe passiert wie der Ghazali. 1000 Dank dafür. Und entsprechend meine Kollegin hat sie auf dem Kolonialbüro hat sie aufgefunden und hier schnellstens hergebracht. Aktuell kümmern wir uns gerade darum, ihr Schiff oben im Hangar in der Coriolis-Station wieder soweit zusammenzubauen. Es wird aber sich noch ziehen. Wir müssen noch gucken. Es ist aufgrund des Handels, der Blockade des Ordens aktuell sehr, 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 sehr schwierig, an Ersatzteile für miranische Schiffe heranzukommen. Ach, auf die Abaya kann man viele Sachen verbauen. Aber Sie sollten sich das mit den Sensoren mal ansehen. Wie gesagt, Teile aus Mira zu beschaffen, wird aktuell schwierig. Aber wir werden unser Bestes tun. Aber Sie sagten, Wetterlings Schiff. Es sah so aus wie nicht nur eins, als wir da waren. Ja, wir sind aktuell dabei, die Analysen durchzugehen. Aber die Smaragdisk hat leider einige Fäden abbekommen. Wir sind immer noch dabei, die Daten auszuwerten. Aber ich stimme Ihnen überein, das, was wir in den Aufzeichnungen dieser komischen Schiffe haben, da muss ich Ihnen übereinstimmen. Es gibt keinerlei Übereinstimmung zu irgendwelchen Bauplänen am dritten Horizont zu diesen Schiffen. Das heißt, niemand weiß, wer das ist und woher sie kommen. Entweder ist das eine unbekannte Technologie, die irgendeine Fraktion unter Verschluss hält. Oder? Nun, ist es die Frage, wo könnte sonst sowas herkommen? Von außerhalb des dritten Horizonts. Gibt es denn noch außerhalb? Naja, irgendwo ist die Zenith ja auch hergekommen, ne? Und sie ist entsprechend als Archenschiff lange Zeit durch den Raum geflogen, mehrere tausend Zyklen. Und ob da jetzt irgendwo noch andere Leute leben? Wir wissen es nicht. Das, was uns auf jeden Fall innerhalb der Auswertung des Marktes der Saphira halt aufgefallen ist, ist halt, die Saphira ist ja im Hamura-System nach Tauan übergetreten. Laut den Sensordaten, auch die wir durchgegangen sind, hat die Saphira Tauan nie betreten. Die Saphira scheint direkt von Hamura nach Uharu-System geflogen zu sein, auch als Wrack. Es gibt keinerlei Indizien darauf, dass das Schiff Tauan gesehen hat. Aber wie kann das sein? Gott sei Dank, gibt es dafür Berichte, dass schon sowas mal passiert ist? Selten. Normalerweise sind die Routen der Portale eigentlich immer sehr stabil, außer man hat einfach manchmal Pech mit dem Reisenden. Dann kann es durchaus passieren, dass man woanders rauskommt. Aber so wie sich das darstellt, ist die Saphira mehr oder minder ein komplettes Segment verschollen gewesen. Die entsprechenden Auswertungen der Radiokarbonmethodik und ähnlichen Vorgehensweisen liegt auf jeden Fall nahe, dass die Saphira in der Zeit liegen geblieben ist für einen gewissen Zeitraum. Ja, aber das sind wie gesagt die Daten, die sie mitgebracht haben, beziehungsweise nur die beschädigte Smaragd-Disk. Das ist aktuell das Einzige. Wir stehen halt immer noch vor einem Rätsel, was ist genau im Uharu-System passiert. Ich würde vermuten, was Ähnliches wie jetzt auf den Sprung nach Dabaran. Soweit ich mich erinnere, ich habe entsprechend über Sie und Ihre Crew natürlich auch mir Informationen zusammengesucht. Hatten Sie einen ähnlichen Vorfall schon mit Ihrem Schiff vor ungefähr ein bisschen mehr als einem Zyklus? Ja, wir haben da ein glückliches Händchen für. Ja, ein glückliches Händchen durchaus. Sie scheinen ein gewisses Talent dafür zu haben. Und ich würde
Ja, ein nicht so leichtfertiges Angebot Ihnen unterbreiten. Sie können gerne darüber nachdenken. Ich weiß, Sie sind aktuell einem anderen Patron verpflichtet. Ja, so reden Sie weiter, ja. Jakob ist da nicht so wählerisch. Ich würde Ihnen unterbreiten, dass ich Ihr neuer Patron sein könnte. Ich habe einige Aufgaben, die diese Mysterien entsprechend Nachforschung bedarf. Okay, ja. Er gießt nochmal über deinen Bein nach. Er weiß, wie er mich kriegt. Ja, das klingt sehr verlockend. Was hier genau passiert, wird mich seit unserer ersten Begegnung mit diesen Schiffen doch schon sehr interessieren. Gut, dann sind wir beide neugierig, was dahinter steckt. Das ist ein sehr gutes Unterfangen. Genau. Ich würde Ihnen vorschlagen, ich lade Sie und Ihre Crew zum Bankett der Zykladenfeier ein in den höheren Kreisen. Ich möchte gerne dieses Abkommen gerne hochoffiziell verkünden lassen, auch über das Bulletin entsprechend bereit machen, dass Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben, wenn Sie den Kapitän der Abaya, Jakob Galab, seines Zeichen ausgestattet mit Budget und Ressourcen vom Konsortium, den Frieden wieder am dritten Horizont wiederherstellt. Ich bin ein wenig mit stolz geschwellter Brust ja sehr gerne und denke mir innerlich, ich glaube, jetzt muss die Hose anbleiben. Entschuldigung, dürfen wir uns kurz beraten? Wir dürfen sich gerne weiter beraten. Ich, für meinen Teil, habe Ihnen ja gerne alles gesagt, was ich weiß, genau. Ihr Unterfangen. Und wie gesagt, denken Sie über mein Angebot nach. Ich lade Sie auf jeden Fall zum Bankett der Zykladenfeier ein. Es wird bestimmt im Sinne aller Beteiligten hier ein gutes Geschäft sein. Der Händler würde das nur gut heißen. Gut. Haben Sie noch einen gesegneten, schönen weiteren Tag. Lassen Sie es gut gehen. Der Medikurg wird sich entsprechend weiter um Sie kümmern, dass Sie mir ja bester Gesundheit zur Feier auftauchen können. Und er hebt sich dann und verlässt dann den Raum. Nachdem er kurz an der Tür geklopft hat, macht man ihn auf und ihr hört auch dann, dass die anderen Türen wieder entriegelt wurden. Das war gruselig. Das war ein Mann mit Macht und Geld. Ja. Das ist immer gruselig. Der Punkt ist Macht. Er macht sicherlich nicht so ein Angebot, was so toll klingt. Und wir haben einfach nur Glück. Es gibt sicher irgendeinen Haken. Oder wir sind die Einzigen, die über Informationen verfügen, die er unbedingt haben möchte und die ihm sehr viel wert sind. Das könnte er einfach haben. Wir sind bis jetzt das einzige Schiff oder die einzige Crew, die es zweimal geschafft hat, diesen Schiffen zu begegnen und irgendwie lebend herauszukommen. Es liegt ja zum Teil nur an Jasmina. Ich zeige auf Jasmina. Unsere Piloten waren bis jetzt immer sehr hervorragend. Ich denke auch nur an Zeno in den Sümpfen. Ja, und der ist danach halb wahnsinnig geworden. Ich glaube, das war ja schon vorher. Na gut. Wie bist du so drauf, Jasmina? Du machst einen gescheiten Eindruck bis jetzt. Sollten wir da irgendwas wissen? Wenn ich wahnsinnig wäre, würde mir das selber auffallen? Vielleicht sollten wir mal eine Sitzung machen zusammen. Aber ich habe tatsächlich nichts davon gehört, was eure Gehaltsfrage der letzten Tage klären würde. Welches Gehalt? Um ein ordentliches Gehalt zu kriegen, braucht man auch einen ordentlichen Auftraggeber und ohne Risiko kein Gehalt. Es klingt, als wäre Gehalt möglicherweise eine Option hier. Also das, was Verinon Sidona angeboten hat, ist ja viele Ressourcen. Also da wäre durchaus ein regelmäßiges Gehalt auch sogar mal möglich. Und nicht nur so, dass man quasi über die Runden kommt und die gerade eben die Schiffsraten abstottern kann. Dazu gehört das Schiff ja effektiv dem Konsortium. Ihr habt es nur gedient und dürft die Raten dafür bezahlen. Ach, wir haben es vom Konsortium. Ich dachte, ja, das klar. Das Institut gehört zum Konsortium. Das Institut. Ich denke einfach auch, er will auch ein gewisses Aushängeschild haben. Wir sind gerade welche, wie gesagt, die aus diesen Events lebend herausgekommen sind und wir haben noch Informationen. Ist das eigentlich, mich hat es ein bisschen verwundert, irgendwie, dass er nicht unsere Smaragd-Disk ausgelesen hat. Ich denke, die Abaya wird ja auch eine haben. Er hatte das ja auch. Er hat zumindest aber nichts erzählt gehabt, weil eigentlich hätte ich den dann jetzt nur. Ja, genau. Also ich glaube, wenn sie die Smaragd-Disk von der Saphira ausgelesen haben, dann werden sie sich nicht zu schade gewesen sein, nicht auch alles andere, was in unserem Schiff zu finden ist, an Informationen sich unter den Nagel gerissen zu haben. Sehr wahrscheinlich. Solange es nicht verschlüsselt ist, was ja viele Sachen auch sind. Ich traue dem nicht.
Das ist gut. Mir wurde noch nie was geschenkt. Richtig, mir auch nicht. Aber wir müssen irgendwie bezahlt werden und wir müssen irgendwo die Kohle herkriegen. Du verspielst es ja auch immer. Oder versäufst es, oder... Solltest was sagen, Anoket, wenn... Du solltest jetzt auch hier andenken oder für Nitan dir noch einen Schluck gönnen. Sie wäre so stolz auf dich, wenn sie das hört und wenn sie aufhört. Wie, ich verstehe nicht. Ein Heißgetränk? Wir beide? Niemals. Ich rede jetzt hier von... Ich zeige auf die Karaffe. Ich rede von einem Wein. Nitan wäre so stolz auf dich. Ich bin jetzt nicht in Stimmung. Zu mir kannst du ein Gläschen einschenken. Mach ich mal. Also ich stehe dann auf, guck dann zu Akili und Jasmina. Möchtet ihr noch hier was haben oder von den Honigwasser? Nein, danke. Mich würde interessieren, was aus eurem Haustier geworden ist. Ich weiß gar nicht, wie läuft das eigentlich ab mit so einer Katze im Hyperraumsprung? Die schläft einfach bei einem anderen dann? Die Katze wird nicht eingefroren. Die Katzen sind von der... primitive Tiere haben kein Problem mit der Finsternis zwischen den Sternen. Wenn wir Glück haben, lebt sie noch. Oder sie ist das Problem. Es fing schon an, bevor sie da war. Ja. Vielleicht ist sie euer Glücksbringer. Wir reden hier immer noch von Katzen. Was macht ihr den Tag über am 22. Tag im Segment des Gesichtslosen? Ich versuche mir mal einen Überblick zu verschaffen, was so berichtet wurde über den ganzen Vorfall, was die öffentliche Meinung dazu ist, dass man auch notfalls mit jemandem Normalem, dem man nicht alles sagen kann oder will, sich unterhalten kann. Also das Bulletin einfach mal lesen oder was? Hm? Ja. Das Bulletin feiert den Schlag, dass man das die Blockade des Uharu-Systems durch den Orden beendet wurde, beklagt aber auch gleichzeitig, dass Uharu nicht mehr erreichbar ist. Aber zunehmend wird die Feindlichkeit gegenüber zalosianischen Bewohnern der Kurilus-Station immer mehr zunehmen. Es gibt Berichte darüber, dass diverse Schaufensterläden von randalierenden Persönlichkeiten in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dass der Orden des Paria das entsprechend nicht gut heißt und die Sicherheit seiner Leute besorgt ist, massiv besorgt ist. Und die aktuell Beisitzende im Konzil, die sich ja immer noch weigert, wirklich an den Sitzungen als solches teilzunehmen, meint nur darauf, dass Coriolis kein sicherer Ort mehr für Leute aus Zalos ist. Ui, auf wie vielen Welten bin ich jetzt noch der ungewollte Gast? Zalos und überall anders. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert, während wir zwischen den Portalen oder gehangen waren? Gibt es da noch was Nennenswertes, was aufzuarbeiten wäre für uns? Die nächste Staffel von mein Jin und ich wurde nicht mehr verlängert. Nein! Hab ich nie verstanden, was daran gut sein soll. Dafür wurden die Reifenoper 1000 Fächer wieder, aber um mindestens 200 Folgen verlängert. Wo es ja darum geht, dass Kurtisanen, besonders männliche Kurtisanen mit Fächern versuchen, Frauen und Männern den Hof zu machen. Ja, und ansonsten, um wieder noch mal Richtung Zalos zu gucken, hat der Orden des Paria auf jeden Fall seine verbleibenden Schiffe auf der Dabaran-Route zurückgezogen und ziehen scheinbar aktuell Richtung zurück nach Zalos. Aber das dauert immer länger mit den größeren Schiffen. Also der Orden konzentriert seine Flotte in Zalos. Es ist auf jeden Fall ein harter Schlag gewesen. Ihr wisst selber, dass zwei große Schlachtkreuzer in eurer Anwesenheit zerstört wurden. Denn insofern nur die Frage, so, ist der Schiff von Saré dabei gewesen? Die war ja vorher schon nach Zalos zurückgeschickt worden. Dann ist gut. Ein ähnlich herzlicher Mensch wie Anoket. Ja, eventuell schaut ihr auch eure aufgelaufenen Serien noch nach. Am Abend gibt es dann wieder Essen und der Doktor meinte, ihr hättet wieder einen neuen Gast, der gerne euren Empfang haben möchte. Warum will jetzt der Nächste seine Dienste anbieten und Geld und Ressourcen? Ja, das könnte ist eine sein. Gute Frage. Warum? Was macht euch so wichtig? Wir sind Besonderheiten. Vielleicht ist das schwarze Zeug, was aus meinen Augen kommt, Raketentreibstoff. Ich weiß es nicht. Ich gucke mir so ein bisschen eigentlich mal die Augenfarbe von Anoket an. Hat sich die eigentlich auch geändert? Zum Glück nicht. Ach, Anoket, du hast immer noch deine schönen braunen Augen. Dieser Grünton hätte dir auch nicht gestanden. Wie würde auch grün stehen? Sag nicht sowas. Also so schlecht finde ich es gar nicht. Ist mal was anderes. Auf jeden Fall klopft dann in dem Fall eine Krankenpflegerin kurz an die Tür, guckt herein. Wären Sie bereit für Ihren Gast? Wer ist denn da?
Eine Frau wäre, stelle ich hier, möchte sich gerne persönlich vorstellen. Oh, ich gucke an mich runter. Wieder in den Speisesaal. Ihr sitzt ja in eurem, in eurem persönlichen Aufenthaltsraum. Also ihr könnt sie auch hier empfangen. Bringt sie gerne her oder bringt sie gerne rein. Ja, dann schreitet eine sehr mit sehr zackigen, geraden Schritten eine Frau mit sehr scharf gezogenem Gesicht, erinnert euch ein bisschen an den Falken, herein, die kurz dann vor euch salutiert und sich dann vorstellt, den Nikon zum Gruße und dem Spieler zugegen, Sana Arites, Adjutantin von der Kommandantin Faida dem Haram, Kapitänin der Azirita. Das klingelt auf jeden Fall bei Jasmina. Das ist mehr oder weniger das Hu des Hu der Fliegerstaffel der zenitischen Hegemonie. Ich würde das erstmal nur zur Kenntnis nehmen und vielleicht so einen Ticken näher zum Captain gehen. Für den Fall, dass ich das Gefühl habe, dass er nicht weiß, wer das ist, damit ich ihm das quasi zuflüstern kann. Ist das so eine bekannte Persönlichkeit, die man kennen kann allgemein? Nein. Die kennt man nur, wenn man innerhalb der Hegemonie mal Kontakt hat, was ich jetzt Jasmin einfach zugestehe, weil sie ja in der Flugakademie ja ihre Ausbildung durchlaufen hat. Ja, Jasmina, du siehst da mich ungefähr mit so einem leichten, kurzen Fragezeichen und dann wieder einen eingeübten Lächeln erstmal da stehen. Dann würde ich das so knapp hinter ihn treten und dann so quasi zuflüstern, was ich an Informationen habe, dass das quasi das Who is Who in der Fliegerwelt ist. Kapitän Gallup, nehme ich an. Sehr wohl, Sahiba. Reicht dir die Hand. Mit einem sehr festen Händedruck erwidert sie ihn. Starrt ihr mit ihren scharf gezogenen Gesichtszügen ins Gesicht. Mustert dich so eingehend. Nickt dir dann zu. Ich weiß, sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt hier mit verschiedenen Leuten, die hier ein- und ausgehen. Aber ich würde mich freuen, wenn sie mit mir einfach einen Spaziergang durch den Garten machen und zeigt dann so Richtung des Balkons, wo ja auch die Gartenanlage ist, wo ja auch Akili am Vortag meditiert hat. Mit einer hübschen Frau immer gerne. Fähigen Frau. Hübschen, fähigen Frau. So, sie sind also die einzigen Überlebenden. Schaut dann durch die Runde, während sie mit dir sich bei dir ein bisschen einhaken und dich mitzieht Richtung Garten. Die Frau ist wahrscheinlich kräftiger als ich, oder? Nicht unbedingt. Sie ist nur sehr viel resoluter. Ja, okay. Ja, so wurde uns gesagt, dass wir die einzigen wären, die da lebend auch noch aus dem Portal gekommen sind. Gut. Sie haben wahrscheinlich entsprechend. Ich hoffe, Sie sind hier auf Kur gut untergekommen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine bessere Stelle als diese hier. Ja, wir haben unseren fähigsten Medikurg, der in mehrfacher Ausbildung in verschiedenen Schulen war, sowohl in Dabaran wie auch in Xalos. Er weiß, was er tut. Und ich hoffe, es hat ihre Gesundheit nur zugetragen, dass wir sie mit ihm ausgestattet haben. Ich gehe davon aus. Wir sind fast alle wieder soweit gesund. Ja, und ihr tretet so durch üppige Obsthaine, wo auch teilweise künstliche Wasserfälle angelegt worden sind, an Weinreben vorbei. Das ist eine wirklich schöne Gartenanlage, wenn man sie weiter durchstreift. Und das ist einfach so ein totales Kontrastbereich. Und sie bleibt dann so gesehen vor einem kristallklaren Koi-Teich stehen und meint dann nur, was ist Ihnen eigentlich genau auf Ihrer Reise passiert? An welcher Stelle der Reise? Am besten fangen Sie am Vorne wieder an. Sie scheinen eine sehr unangenehme Erfahrung mit den Portalen gemacht zu haben, aber vielleicht liegt der Grund, warum der Reisende sie so lange in seinem Netz gefangen hielt, einfach in ihren Taten davor. Das kann sein. Warte mal, Sie sind soweit von Verion unterrichtet? Nein, wie soll das sein? Ich bin im Auftrag der Hegemonie hier. Sie sind ja hier Gäste im Monolithen in der Coventstadt. Wir haben Ihnen die besten Medikurgen zukommen lassen. Wer bezahlt hier? Ich denke mir auch gerade nur, wer bezahlt jetzt eigentlich für unseren Aufenthalt, wenn da alle sagen, wir sind dafür. Zuko kurz und dachte so, ach, die Hegemonie, herzlichen Dank für diese Sache. Ich hatte irgendwie im Ohr gehabt, dass das Konsortium sich damit noch drum gekümmert hätte. Sagen wir so, die zenitischen Fraktionen ziehen an diesem Fall an einem Strang gegen die Aufständigen wie den Orden des Paria. Das ist sehr gut, sehr gut. Also was uns passiert ist, wir waren auf einer Mission für das Konsortium gewesen im Uharu-System. Haben danach ein verschollenes Schiff gesucht.
um dann da noch die Flugdaten zu kriegen. Als wir dann das soweit gefunden hatten, hatten wir das dann irgendwie halt noch die Smaragdis geholt, die irgendwie wohl beschädigt wurde auf dem Rückflug, wie wir jetzt schon gehört haben. Und ja, sind halt auf dem Rückflug noch mit einem Klosterkreuzer konfrontiert worden, der uns dann, wie soll man sagen, zur Inspektion eingeladen hatte. Und Sie sind dem Orden des Paria entkommen? Ja, dadurch, dass der Klosterkreuzer so zerbrochen ist, als wir auf ihm standen nach einem Tag. Man möchte meinen, der Deckarbeiter möchte sich einen Scherz haben. Sie meinen das doch nicht ernst, oder? Doch, das meine ich sehr ernst. Diese Schäden an dem Schiff, die sind sehr fundamental gewesen und schwerwiegend und nicht reparabel. Und es schien so, als ob die angreifenden Schiffe direkt aus dem Portal kamen. Schiffe aus dem Portal? Was für Schiffe? Ja, die das Schiff angegriffen haben. So Art, sie wirkten wie Schmetterlinge. Dann würfel mal auf Manipulation, wie gut dieses Gespräch für dich läuft. Ich erzähle doch nur die Wahrheit. Ja, und deswegen kriegst du auch wieder plus eins dazu. Oh. Ah, zwei dieses Mal. Ich hatte ja doch... Ah, ist genauso gut. Mein Gott. Möchtest du zum Händler beten, dass dein Gespräch sich günstiger für dich entwickelt? Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte sich wahrscheinlich eher schlechter entwickeln. Die Folge bleiben doch, oder? Ja. Okay. Also ich würde auf jeden Fall die zweier Folge dir lassen. Okay, dann würde ich glaube ich wirklich nochmal ein Glück probieren, ob der Händler mir gewogen ist. Jetzt immerhin sechs Neuwürfel. Ein Erfolg. Ja, ein Erfolg mehr. Gut, dann, als sich das Gespräch ein bisschen ungünstig aus seiner Sicht entwickelt hat und sie dann teilweise ein bisschen über den Keulkarpfenteich gebeugt hat und über die Fische gestreichelt hat, meinte sie nur dann, nachdem du dann doch irgendwo die richtigen Worte wählst, ja, diese Sache mit den Schiffen in den Portalfeldern, das ist auch uns zu Ohren gekommen. Ich kann entsprechend nochmal Nachforschungen deswegen nochmal anstellen, aber seien Sie sich sicher, es ist schwierig, alles zu wissen am Horizont. Wir haben auf jeden Fall auch unsere Verbindungen genutzt und ich kann Ihnen auf jeden Fall versichern, wir als die fähigste militärische Gruppe am Horizont sind durchaus in der Lage, auch ihr Schiff wiederzuholen und entsprechend besser auszustatten, als es das Konsortium noch könnte mit ihren problematischen Handelsbeziehungen. Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich Ihnen gerne versprechen könnte. Es ist ja letztendlich in unserem eigenen Interesse, dass wir hier auf einem guten Fuß zueinander finden. Man tritt dir ein bisschen näher. Du merkst, wie ihre Schuhe gegen deine Schuhe drücken und sie dich genau sehr intensiv anstarrt. Nicht auf der romantischen Ebene, eher so, als würde sie dich durchaus ernst nehmen. Und ein bisschen einschüchtern. Und sie will mich ein bisschen einschüchtern mit so einer Aktion wahrscheinlich. Ja. Aber sie rückt auch näher ran, um mit deutlich leiserer Stimme auch zu dir hinzuflüstern. Sie sollten sich im Klaren sein. Die militärischen Bewegungen des Ordens deuten sehr klar darauf hin, dass sie ihre Kräfte wieder bündeln und wieder ausbauen. Und es sieht so aus, als würden sie sehr strategisch vorgehen. Wir können das nicht zulassen. Beziehungsweise wir können es nur so weit zulassen, wie es dem Konsortium schadet, aber nicht, wie weit es uns schaden würde. Aber das wird Ihnen ja alles bekannt sein. Was Ihnen aber vielleicht nicht bekannt ist, ist, dass wir von der Zenitischen Hegemonie, wir haben ja durchaus Leute, die durchaus fähig sind, Dinge zu finden. Und wir wissen auf jeden Fall, dass Ihre Schmetterlingsschiffe auf Kur waren, dort waren, wo Sie waren, aber auch an anderen Orten am Horizont. Wir könnten sie ohne weiteres über unsere Geheimverbindungen in Kenntnis setzen, wo diese fraglichen Schiffe wieder auftauchen. Überschätzen Sie niemals den Astoban. Das haben schon andere gemacht und sind damit sehr, sehr schlecht gefahren. Ich habe nicht vor, ihn zu unterschätzen, aber ich weiß nicht, also meiner Erfahrung nach ist die in der Gegenwart der Schmetterlingsschiffe sein keine erstrebenswerte Sache. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist etwas, was zum Beispiel das Konsortium nicht verstanden hat. Sie rätseln immer noch, wo kommen diese Schiffe her. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass diese Schiffe entweder aus dem ersten oder dem zweiten Horizont stammen. Wir wissen nur nicht, welcher davon, aber es ist ausgeschlossen, dass sie am dritten Horizont herkommen. Sie kommen woanders her. Auf uns unbekannten Wegen haben sie es hierher geschafft. Okay. Und wie gesagt,
Sie sind für Insultra. Soweit ich vom Astoban informiert bin, waren Sie dort, als das Schiff gesehen wurde. Das ist korrekt, ja. Und wir wissen auch, dass Sie in Menka B waren. Wir wissen auch, dass Sie in Ordana-System waren. Wir wissen auch, dass Sie in der Nähe der Handelsstation Kalidar waren. Sie sind so gesehen an verschiedenen Orten schon aufgetaucht. Und wenn Sie den dritten Horizont kennen, dann wissen Sie, das Ordana-System ist mitten im Säulenquadranten. Das ist weit weg von Kur und auch weit weg von Davaran. Das heißt, sie sind eigentlich effektiv überall. Von Uharu nach Davaran ist auch nur ein kleiner Sprung. Eigentlich. Wenn man noch nach Uharu springen könnte, das Portal ist ja jetzt weg. Wenn wir wissen nicht, ob diese Schiffe nicht auch einfach da trotzdem springen können. Das geht es noch herauszufinden, ja. Irgendwie müssen sie ja in den Horizont gekommen sein. Ich hoffe, Sie verstehen mich, Mr. Gallup, und Ihre Lippen sind ziemlich nah. Es ist wirklich wichtig, dass Sie eine weise Entscheidung treffen, mit wem Sie sich verbünden wollen. Die Weisheit der Entscheidung ist ein betörender Duft, nicht gerade zuträglich. Seien Sie sich bewusst, wenn Sie sich entsprechend für unsere Seite entscheiden, können wir Ihnen auf jeden Fall sehr viel helfen. Wir haben den Astoban auf unserer Seite. Sie werden also Ihren Zielobjekten deutlich schneller und näher, als es unsere Feinde vermuten könnten. Und wir sind durchaus hier mit den besten Piloten ausgestattet. Guckt da mit so einem leichten Seitenblick an dir vorbei, guckt zur Richtung Jasmina. Sie wissen, wie fähig unsere Leute sind. Sie wissen, wie gut unsere Ausbildungen sind. Bin ich gedanklich nicht dabei, dass Jasmina eigentlich fürs Konsortium arbeitet? Ja, aber sie hat eine Ausbildung von der Hegemonie bekommen. Ja, selbstverständlich weiß ich das und... Ich würde mich freuen, wenn Sie unser Angebot unter unsere Schutzherrschaft zu treten durchaus nachkommen würden. Ich muss mich dazu noch ein bisschen mit meiner Mannschaft beraten. Vielleicht kann ich auch entsprechend etwas dazu einfädeln, dass Sie mehr überzeugen könnte zum Bankett der Zyklade. Ich habe gehört, Sie sind eingeladen. Das ist richtig. Sie stehen auf der Gästeliste. Genauso wie wir natürlich auf der Gästeliste sitzen. Und ich werde entsprechend auch dafür sorgen, dass Sie wissen, wie wichtig unser Angebot ist. Ich werde dafür sorgen, dass Sie sehen, wie ernst wir es meinen, dass wir Sie gerne auf unserer Seite wüssten. Und fährt dann mit so einem Fingernagel so leicht in der Kinnkante nach. Überlegen Sie es gut. Sie wissen, wer wir sind. Und dreht sich dann abrupt militärisch abgehackt zur Seite und schreitet davon. Oh, ich denke mir nur, okay. Beneide gerade irgendwie die Menschen, mit denen Nitan irgendwie unterwegs ist. Ich gehe damals und gehe dann zurück. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das Konsortium will uns auf seiner Seite haben. Die Hegemonie will uns auf ihrer Seite haben. Und irgendwie mögen sie sich nicht gegenseitig. Aber irgendwie wollen sie auch... Nach Doppelagent. Du hast gerade festgestellt, dass der Astoban euch die ganze Zeit beobachtet hat. Mhm. In Sultra. Mein Gedanke war genau das. Ich gehe eh davon aus, dass hier irgendwie die Leute alle mitkriegen, was wir hier so tun. Aber ich überlege gerade, Astoban hat mir den schon mal kennengelernt? Nein. Wirf mal auf Kultur, wie viel du über den Astoban weißt. Mit einem Erfolg ist das eher so das, was man so von der Straße einfach hört. Der Astoban existiert offiziell nicht mehr. War, ist so gesehen die Geheimagentenfraktion der Hegemonie, die sich immer wieder damit eingemischt haben, politisch für Unruhe zu sorgen, soweit es ihren Konkurrenten, besonders dem Konsortium, geschadet hat. Und haben dann im Rahmen des Konzils dann zugestimmt, dass der Astoban als solches nicht mehr aktiv in diese politischen Gremien sich einbindet. Was aber effektiv wahrscheinlich nur heißt, soweit du jetzt gerade das zusammenzählst, dass sie nur nicht mehr so offensiv auftreten. Offiziell sind sie nicht mehr da, ja. Ja, also der Astoban wollen uns wohl gerne auf ihrer Seite haben und uns hier auch mit der Abaya helfen. Also wir können uns hinterher quasi entweder als Doppelagent versuchen, als Dreifachagent, wenn wir noch den Professor mitnehmen. Also am dritten Horizont ist es nicht Usus, mehrere Patrone zu haben, man hat immer nur eine Patronage. Ich frage mich ja nur, wer der Offizielle wäre, weil Astoban wäre ja nicht unsere Patronage, sondern irgendwie die Hegemonie oder irgendwie.
Naja, sie hat sich als Mitglied des Flugkommandos der Hegemonie dargestellt. Also diejenigen mit den Schiffen. Die militärische Kraft der Hegemonie. Am dritten Horizont haben ja drei Fraktionen Militärkraft. Und das ist einmal die Legion, der Orden und die Hegemonie. Okay, wir haben zwar auch zwei Kanonen am Schiff, aber dass wir dann als Militärschiff deklariert werden, wäre etwas... Das, was der Hegemonie an Macht in Form von Anzahl weggeht, gleichen sie sehr gut mit der besten Ausbildung aus. Ich habe ja schlechte Erfahrungen mit militärischen Strukturen gemacht. Deshalb fühlst du dich bei mir auch so wohl, oder? Weil sie nicht gleich in die Brick wandert, wenn sie irgendwelche Mitreisenden mit Drogen vollpumpt? Nur weil er so undiszipliniert ist. Nichts für ungut. Hatte ja alles seinen Grund. Nee, guck dir an, wie das Schiff aussah. Dreckig. Alles lag rum. Keine Regeln. Jeder macht, was er will. Fürchterlich. Stimmt. Was das Schiff angeht, stimmt das. Ja, wir brauchen ja so einen kleinen Schiffsjungen hier, oder? Ich wüsste jemanden, wenn wir ihn loseisen können. Aber sei es drum. wenn ich dich richtig verstanden habe, würde die Hegemonie die Abaya quasi aus den Händen des Konsortiums freischießen und uns danach aus- bzw. aufrüsten. Es klang ein wenig so, aber das heißt auch wieder, dass wir für die dann irgendwie diesen Schmetterlingsschiffen hinterher reisen sollen und rauszukriegen, wo die her sind. Ich weiß nicht, ob ich denen nochmal in die Nähe kommen möchte, nachdem wir gesehen haben, was mit den Klosterkreuzern passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob ich die irgendwie, weil, also, ich kann nur sagen, Akili, als wir in den Sümpfen waren, hatten wir da den Abgesandten gesehen, der von einer Dunkelheit warnte, die hier wäre. Kurze Zeit später wurden wir von so einem vermutlich Schmetterlingsschiff bombardiert. Naja, das hat uns nicht bombardiert, wenn man ehrlich ist. Es ist geflüchtet oder weggeflogen, wie auch immer. Man könnte auch sagen, vielleicht an den Schussposition gegangen. Naja, so ganz wohl ist mir zumindest nicht dabei, dass wir jetzt die Wahl haben zwischen Superkapitalisten und nach runter. Wir wissen ja noch gar nicht, wer heute noch alles kommt, Anuket. Wer soll denn noch kommen? Keine Ahnung. Es ist ja schon Abend, aber ja. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie ziemlich bekannt geworden sind, dass wir das überlebt haben. Du hattest doch irgendwie den Bulletin studiert. War da irgendein Artikel über uns drin, dass alle Leute irgendwie wissen, dass wir hier sind? Bis jetzt wurde noch über keinen Überlebenden im Rahmen des Zusammenbruchs des Suharo-Portals berichtet. Nein, ich glaube, es ist nicht bis zu denen durchgedrungen, dass es Überlebende gibt. Okay. Wenn Überleben allein reichen würde, wäre schon ein ganzes Sonnensystem nach mir benannt. Also wenn ich daran denke, wie viele Leute oder Menschen du noch zum Überleben geholfen hast, wäre das auch verdient, aber... Das Anunket-System. Hat was. Ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Klingt aber ganz gut. Innerlich schalte ich mich dafür, dass man irgendwie Anunket nicht zu sehr lobpudeln soll, weil das nimmt nur Überhand... Was hat es denn mit dieser Veranstaltung auf sich, zu der wir kommen sollen? Die Zykladenfeier und hier wahrscheinlich dann von einer entsprechenden Familie und Organisation ausgerichtet. Die letzte Feier hier war scheiße. Oh, du warst noch nicht im richtigen Zimmer gewesen. Ich bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall nicht im falschen Zimmer war. Ja, du hast es doch nicht mal geschafft, über die Vorspeise hinauszukommen, ohne dich mit dem Koch anzulegen. Ja, wenn die nicht kochen können. Außerdem gab es da nicht Attentäter und sowas, also ich denke nicht gerne daran zurück. Vielleicht sollten wir gar nicht erst hingehen. Vielleicht ist es eine Falle. Ich glaube, das steht leider nicht mehr zur Disposition. Ja, sieht nur so, es ist nur die Frage, wessen Abzeichen wir tragen, wenn wir da hingehen sollen. Ich glaube irgendwie, dass die Leute sich jetzt gegenseitig hochbieten wollen, um uns dann da auf der Feier zu überzeugen, ihrer Seite beizutreten. Siehst du das denn, Jasmina? Du hast eine hegemonozianische Ausbildung. Waren die Leute okay? Sie ist jetzt beim Konsortium. Ich habe sehr viel von ihnen gelernt. Und du warst beim Konsortium besser? Dadurch habe ich meinen Lebensunterhalt verdient. Das erste Angebot klang auch mehr nach Gehalt. Das zweite jetzt eher weniger. Und ich bin mal mindestens so gut wie die anderen, die von denen ausgebildet werden. Ich glaube, mit der Hegemonie sollten wir noch mal reden, was die sich genau vorstellt. So richtig klar geworden ist mir das auch nicht. Aber wir müssen uns das... Also wichtig ist tatsächlich, glaube ich, das Kleingedruckte am Ende, wozu wir uns verpflichten. Ich meine, die ballern uns ja nicht mit Bier zu, nur weil die uns irgendwie nett finden oder wir irgendwie Prestige sind. Du hast ja noch nichts im Bulletin über uns gefunden, also irgendwie... Ich glaube, dass vielleicht haben die Informationen auch zurückgehalten, um das ein bisschen gestalten zu können. Je nachdem, für welche Seite wir dann aktiv werden, werden wir dann
entsprechend bekommen wir schon ein Profil in den Artikeln, die es dann geben wird im Bulletin. Heißt, wir müssen jetzt selber aktiv werden und Leute finden, die Informationen beschaffen, dass wir die gegeneinander ausspielen können in den Verhandlungen? Ich wollte gerade eher fragen, noch so, welche Seite würde sich vielleicht noch vorstellen oder gäbe es noch potenziell? Die Frage ist doch, was wir machen wollen mit den Informationen und wo wir hinwollen. Das ist die wichtigste Frage, das stimmt. Was mir zu denken gibt, ist, dass die Rede davon ist, dass es möglicherweise, dass diese Schiffe wirklich vom ersten oder vom zweiten Horizont kommen. Das ist ja zusammenfantasiert. Ich meine, wenn sie keine Fakten haben und nicht wissen, woher irgendwas kommt, kann es nur von da kommen, was anderes gibt es nicht. Wir wissen auch nicht, wo die Abgesandten letzten Endes wirklich herstammten oder stammen. Oder ganz anders, von noch weiter draußen. Die Frage ist doch, wollen wir Schiffe jagen oder wollen wir rausfinden, was passiert ist? Ich glaube, das läuft in beiden Fällen auf selbe hinaus. Jagen klingt gefährlicher und militärischer. Also ich wäre ja für herausfinden, was passiert ist, wenn ihr mich fragt. Mit Geldleuten kann man irgendwie, finde ich, besser umgehen als mit den gezückten Messer in der Nacht. Naja, da solltest du auf jeden Fall nochmal drüber schlafen. Weil mit Geld kannst du nämlich nicht umgehen. Mit Messern auch nicht. Absolut. Je nachdem, was sie wissen, wäre das Syndikat noch jemand, der an uns rantreten könnte. Ich hoffe nicht. Nein, die Kronen bewahre. Ich habe die Hoffnung, dass das Syndikat noch nicht mitgekriegt hat, dass wir unbedingt hier sind oder dass wir so gut abgeschirmt sind, dass die jetzt nicht auftauchen. Na, ich denke mal nicht, dass gleich Chandra auf der Türschelle steht, oder? Der Orden ist aktuell nicht gern gesehen und lebt, wie gesagt, gefährlich. Das weiß Alakiri aus den Nachrichten. Wir können eigentlich die Entscheidung auch ohne Nita nicht treffen, wenn ihr mich fragt. Außer Jakob trifft die Entscheidung für uns alle. Wir haben noch ungefähr über 10 Tage Zeit. Was sagt denn euer jetziger Patron dazu? Der wird nicht erfreut sein. Naja, wenn wir sie ausbezahlen können. Ey, warte mal, der Patron ist der Professor... Aldala Bono in Dabaran Mathematisches Institut. Genau. Aber bei Dr. Warner sind wir verschuldet oder so. Oder genau nicht? Das. Ja, okay, so rum was. Der Professor ist der uns eigentlich am Anfang immer so ein bisschen Aufträge gegeben hatte. Aber nie so große Aufträge, wie jetzt gerade euch angeboten werden durch die andere Patronage. Wie üblich ist es denn, dass man vielleicht seinen Patron mal wechselt? Ist nicht ungewöhnlich. Man sollte es nur nicht übertreiben. Das ist ähnlich wie Jobwechsel. Das kann sich rentieren, aber man sollte es nicht übertreiben, sonst hat man irgendwann einen schlechten Leumund. Das ist mir schon klar, nur irgendwie denke ich mir auch so, irgendwie müssen wir so ein bisschen mal auf eine positive Seite kommen und vielleicht irgendwie ein paar Sachen rauskriegen können. Und es ist gut für unsere, würde man sagen, Renommee, wenn wir uns vielleicht dann da an entsprechende Arbeiten mitbeteiligen. Das spricht für mich eher fürs Konsortium, wenn ich so drüber nachdenke. Aber. So, der Professor am Mathematischen Institut war halt sehr neutral, Mathematischen Institut war halt sehr, sehr neutral, weil Dabaran ja neutral ist. Mhm. Der Orden ist nicht neutral, die ganzen Erstsiedlern und die jetzt hier genannten, sind beides zenitische Fraktionen. Und das Konsortium ist halt die größte. Die ist so groß wie 3 Fraktionen. Deswegen ja auch das Bulletin unter ihnen steht. Das Institut, das Kolonialbüro und das Konsortium als solches nochmal. Die sind wirklich 4 Fraktionen. Das heißt, noch mehr Zersplitterung, noch mehr Machtansprüche und... Sie haben auf jeden Fall aktuell den großen Machtanspruch. Sie stellen die meisten Stimmen im Konzil. Ja, aber ich glaube, Akili, du hast recht. Wir sollten einfach mal abwarten, wer sich noch in den nächsten Tagen bei uns meldet und dass Nitan hoffentlich bald zu sich kommt. Bei der Hegemonie weißt du halt nicht genau, was sie am Ende tun wollen. Was machen sie mit dem Wissen? Wozu soll das führen? Das Konsortium ist da berechenbarer. Das Konsortium wird einfach immer ein Stück weit den Status quo erhalten wollen, dafür sorgen wollen, dass sie weiter dass ihre Einnahmequellen weiterhin die gleichen bleiben und funktionieren und so weiter. Und steigen. Am besten. Ja, ich denke, wir sollten am besten warten, bis Nitan da ist oder wieder bei uns ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich der Hegemonie unterordnen will. Und noch weniger im Konsortium, die ja mit der Legion sehr verbunden sind. Das ist eigentlich die inoffizielle 5. Teil von ihnen. Wir haben ja noch ein klein bisschen Zeit. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen was über unsere Auftraggeber herausfinden oder über die Leute, die an uns herangetreten sind und können die ein bisschen besser einschätzen dadurch. Das könnt ihr gerne tun. Ich würde aber an der Stelle jetzt trotzdem sagen, wir springen ein paar Tage vorwärts. Ihr werdet entsprechend eingeladen zur großen Zykladenbankett in der Himmelsstadt im Monolithen. Also ganz oben an der Spitze. Diese Einladung flattert euch dann irgendwann in euer Aufenthaltsraum in dieser Klinik.
zusammen mit einem sehr wohlgemeinten Angebot, sich entsprechend auch passend anzukleiden, passend entsprechend zurechtmachen zu lassen. Und entsprechend ist die Frage, stimmt ihr dem zu? Also Jakob weiß auf jeden Fall, das klingt auf jeden Fall nach vielen teuren Klamotten. Also, wenn die Leute uns da haben wollen, ich komme gerade nicht an meinen Kleiderschrank. Du weißt auch nicht, wie viele deine Klamotten überhaupt überlebt haben im Rahmen eures Portalunfalls. Also das, was gewaschen und gepflegt hier liegt, das trage ich normalerweise. Mhm. Das ist ja mal, unsere Sachen sind hier. Genau, aber das, was ihr halt angehabt habt, deswegen ist es auch nicht so schlimm. Und entsprechend, wenn ihr dem zustimmt, werdet ihr von 4 Judikatoren abgeholt, die für eure Sicherheit zuständig sind. Und entsprechend werdet ihr in den nobleren Teil der Konventstadt geführt, mit üppigen Geschäften, wirklich sehr viel Prunk und Protz. Es ist wirklich absurd, wie sich die Hegemonie hier breit gemacht hat in den Anlagen des Monolithen. Ja, und dann steht ihr so gesehen Band vor den Aufzug, der euch nach oben bringen soll. Und ihr seht dann entsprechend, der Aufzug geht entsprechend auf, ihr dreht ein und dann hört ihr einen lauten Knall. Die Judikatoren schauen in die Richtung, wo der Knall passiert ist. Eine Person steigt noch in den Aufzug und drückt dann auf ein Knöpfchen und der Aufzug schließt sich. Eure Aufpasser sind nicht da gestanden und gucken dann, wie der Aufzug nach oben fährt mit euch. Die gut angezogene Frau dreht sich dann zu euch um und meint dann nur, Herr Gallup, Sie sollten sich wirklich anschauen. Wir haben nicht viel Zeit. Die Aufzugpartie ist der einzige Zeitraum, wo wir ungestört reden können. Lass mich kurz vorstellen. Sadi Bad Erden. Ich bin die Besitzerin des Auktionshauses Eyan Al-Samut. Lass mal auf Kultur würfeln, ob dir dieser Name was sagt. Du kriegst plus 2 dazu. Die Chance, dass du dir diesen Namen gemerkt haben könntest in der Vergangenheit, ist relativ hoch. Ja, du hast schon mal was davon gehört. Moment, gehört die nicht zu den Leuten von Emporium, für die ihr die letzten Segmente Aufträge gefahren seid, in dem Sinne, dass ihr Kurierschiffe wart? Das hat ja euer Patron entsprechend eingefädelt gehabt, dass ihr für die gearbeitet habt. Woher weiß sie das, dass ihr hier seid? Und sie guckt dich dann so an. Sie erinnern sich? Ja, ich weiß, ja, wir hatten ihre Aufträge und ihre Waren teilweise mal durch den Horizont gebracht. Richtig. Und ich bin gut informiert darüber, dass sie schon ähnliche Angebote bekommen haben, wahrscheinlich von der zenitischen Hegemonie und dem Konsortium. Sie suchen, wollen entsprechend die Wahrheit über sie herausfinden, was am Horizont passiert. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das ist mit der Wahrheit, haben es diese beiden Fraktionen nicht unbedingt immer so. Sie erzählen Ihnen das, was Sie hören sollen. Sie werden natürlich sagen, warum sollte ich jetzt auf diese Frau hier hören? Das werden Sie, müssen Sie am Schluss letztendlich selber entscheiden. Aber ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass die ganze Sache mit dem Verständnis dieser politischen Intrigen, die hier am dritten Horizont passieren, das ist nicht, was sie sind. Sie sind doch nicht daran interessiert, Spielball der Politik zu werden, oder? Ich habe nicht die Erinnerung, dass sie darauf hohen Wert legen. Aber seien Sie sich bewusst, die Menschen im dritten Horizont haben Angst. Die Lage ist angespannt. Der Politik und der Glaube droht aufeinander zu prallen. Und dieses Vakuum nutzen andere Fraktionen, neue Gruppierungen, sehr neue Gruppierungen, um hier entsprechend die Freiheit als erstes sterben zu lassen. Es wird nur letztlich nur eine weitere Art von Unterdrückung werden. Unterdrückung durch das Birre, durch den Handelsfluss, Privilegien, Schulden. Merken Sie nicht selber das Joch Ihrer Schuldenlast auf Ihren Schultern? Und seien Sie sich bewusst, Ihnen wurde nicht alles erzählt. Das Konsortium ist sich über Nazarims Opfer durchaus bewusst. Also, Sie wissen davon? Natürlich wissen wir davon. Wir von Aishas Emporium wissen ganz genau, was hier draußen passiert. Wir haben viele Leute da draußen. Wir sind ein großes Handelsnetz. Ähnlich groß wie die Freie Liga. Also, ich kann Ihnen nicht allzu viel Geld anbieten. Ich kann Ihnen nur anbieten, nicht Teil der Politik zu werden. Ich kann Ihnen anbieten, den Artefakten, den Mysterien nachzugehen, soweit es die Lage aktuell erlaubt. Aber viel wichtiger ist, Sie werden immer noch Ihr eigener Herr. Seien Sie sich bewusst. Diese Leute hier werden sie mit jeder einzelnen Birrmünze, die sie ihnen geben, an sich binden.
Oh, der Aufzug ist zu Ende. Entschuldigen Sie sich, Mr. Gallup, aber Sie werden entsprechend die Entscheidung ohne weiteres Zutun meiner Seite treffen müssen. Und reicht er dann eine Karte. Haben Sie Dank, Sahiba. Seien Sie vorsichtig. Ihre Aufpasser werden gleich wieder kommen. Haben Sie sich wohl und sei Ihnen der Gesichtslose weiterhin hold. Und verbinde dann den Menschenmangel. Masse. Hier ist jeder gut informiert, nur wir nicht. Ja, die hatten ja auch alle genügend Zeit, sich Informationen zu besorgen. Ja, aber woher wissen die alle, dass wir hier waren? Was habt ihr denn für Spuren hinterlassen, dass sie es wissen können? Gut, Aishans Emporium, unser ehemaliger Auftraggeber. Ich wollte sagen, du warst jetzt gerade dabei, dass wir hier auf den Reisen, die wir hatten, wie wir abgestürzt sind und beziehungsweise durch das Schiff sind. Also welche Spuren haben wir hinterlassen? Ich weiß es nicht. Irgendwie sind wahrscheinlich genügend Medikurgen und Pflegekräfte einfach da bestochen worden, um irgendwie mal Informationen rauszurücken. Welche teuren Gäste sind denn gerade in den exquisiten Flügeln? Wahrscheinlich steht das an. Also ich habe da schon häufig genug im Bulletin gelesen, wenn da der Nächste wieder im Oporrausch war, beziehungsweise sich da irgendwie erhofft hat, wieder Klarheit zu finden. So wird es wahrscheinlich sein. Die haben alle ihre Singvögelchen. Was du auf jeden Fall mit der Kulturprobe auch weißt, Aishas Emporium ist auf jeden Fall keine zenitische Gruppierung, sondern irgendwie etwas, was man eher den Erstsiedlern zuordnen könnte. Es hat auch ihre goldene Schminke an sich, die eher Erstsiedler tragen. Was soll man sagen? Irgendwie, sie sagt zwar auch, dass man hier irgendwie die Freiheit kriegen würde, aber wie viel Freiheit die Erstsiedler einem bieten, weiß ich ja auch aus Dabaran. Vom Bauchgefühl her ist es aber trotzdem das Angebot, das uns am ehesten liegen würde. Nicht das lukrativste Angebot, bestimmt. Das wäre auch das gefährlichste wahrscheinlich. Ja, man wird sicher nicht aufhören, um uns zu reisen. Ich würde sagen, wir müssen erstmal die Feier hier zu Ende bringen und dann können wir hinterher sehen, was die Leute sich noch für Sachen ausdenken bzw. rausbringen. Tja, dann feiern wir. Und wer von den vielen Bittstellern am Schluss doch eher die neue Herrschaft über die Crew der Abaya erlangen möchte und wie weit die Crew der Abaya sich entsprechend an eine dieser drei schönen Angebote dann binden möchte oder am Schluss vielleicht doch alles über den Tisch wirft und sagt, sie bleiben lieber Dabaran treu. Das alles werden wir beim nächsten Mal herausfinden bei der Zykladenfeier in der Himmelsstadt, wenn wir den Abschluss des dritten Aktes des ersten Szenarios des zweiten Bandes Gnade der Ikonen vollziehen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr mit den Menschen hinter diesem Projekt gerne in Kontakt treten wollen, fühlt euch gerne eingeladen, auf den Community Discord zu kommen. Den Einladungslink findet ihr entsprechend in den Shownotes. Sollte euch diese Folge hier gefallen haben, würde ich mich entsprechend über eine positive Rückmeldung in Form von Daumen hoch, Sternen oder einen Rezensionstext sehr freuen. Vielen Dank.